Okay, willkommen zum zweiten Vortrag heute hier in dem Product Track. Ich freue mich, euch beide begrüßen zu dürfen, Carsten Buckemeyer und Jörg Nastelski, beide von Chefkoch, beide auch, wie ich sehe, mit Logo und dem Grün augenscheinlich, da werden wir mehr drüber hören. Carsten und Jörg werden uns heute ihre Erfahrungen mitteilen, und zwar einen Erfahrungsbericht aus dem Bereich Strategie und Organisation bei Chefkoch im Zuge der Produktentwicklung. Zahlt ein bisschen vielleicht auch auf den Vortrag von gerade eben mit ein. Was macht ein Produktmanager eigentlich nicht? Was macht er? Und hier hören wir jetzt einen Live-Erfahrungsbericht von den beiden. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Vielen Dank dafür. Und übergebe gleich mal das Wort an euch beide. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein und was erzählen zu dürfen über Chefkoch und die Art und Weise, wie wir dort gerade arbeiten. Wir stellen uns mal ganz kurz vor. Ich fange jetzt unhöflicherweise vielleicht mal mit mir an. Ja. Nee, du hast ein eigenes Mikro, du kannst auch was sagen. Dann können wir das gleich testen, ob das funktioniert. Ja, also ich bin der Carsten, ich bin Product Owner bei Chefkoch, bin für die gesamten mobilen Apps verantwortlich und ja, gebe im zweiten Teil des Vortrags so ein bisschen mehr auf die operativen Tätigkeiten ein, wie wir Nutzerzentrierung bei uns quasi im Produkt oder im Produktentwicklungsprozess verankern. Genau. Mein Name ist Jörg Nastelski, ich bin Head of Product bei Chefkoch und ich erzähle euch im ersten Teil vom Vortrag ein bisschen mehr über den Weg, bis das eigentlich in die Teams kommt, also wie entsteht eine Strategie oder was ist eigentlich unsere Strategie, was machen wir gerade mit Chefkoch. Und damit starte ich eigentlich sofort. Vielleicht mal ganz kurz nochmal Hintergrund. Ich habe eben schon, der ist gerade nicht da, Name ist mir auch entfallen, aber kurz gesagt, ja, hi, ich bin Jörg von Chefkoch und da bin ich gefragt worden, ja, was ist denn Chefkoch? Passiert mir ehrlich gesagt sehr selten, weil uns gibt es schon ziemlich lange, uns kennen so gut wie jeder, hat auch jeder benutzt und das hat sich nachher auch da rausgestellt, das war einfach in dem Kontext, wusste er nichts mit Chefkoch anzufangen, weil wir vielleicht nicht unbedingt immer bekannt sind als auch ein Digitalunternehmen, was Produktmanagement hat und so weiter. Sondern wir sind aber ein sehr altes digitales Unternehmen, eine Rezeptplattform, 1998 gegründet. Wir sitzen in Bonn inzwischen, vorher waren wir mal im Dorf bei Bonn und wir sind inzwischen über 100 Mitarbeiter und wir haben 4 Produktteams vor Ort. Seit kurzem arbeiten wir auch mit externen Produktteams, beziehungsweise erstmal einem. Und zu Chefkoch selber, wir sind ziemlich groß. Wir haben 4 Millionen registrierte Nutzer, das heißt wirklich Nutzer, die auch dann regelmäßig wiederkommen, die uns ihre Login-Daten geben. Wir haben 330.000 Rezepte, das sind alles User-Generated Rezepte, das heißt, die werden alle eingestellt von Nutzern und werden dann wieder den Nutzern bereitgestellt. Und wir haben so durchschnittlich etwa 21 Millionen Unique User im Monat, gehören damit zu den größten Webangeboten oder Online-Angeboten in Deutschland. Und besonders an Weihnachten sehr beliebt, da sind sogar noch deutlich mehr als 21 Millionen. Das vielleicht zum Hintergrund, so sieht das Ganze aus. Uns gibt es in unterschiedlichen Formen von mobil, von Web, mobil zu Voice gibt es uns überall. Vielleicht da jetzt eben auch eingestiegen in, was ist denn eigentlich Chefkoch, beziehungsweise was war denn eigentlich nochmal Chefkoch 2018? Letztendlich sind wir ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell und das ist ein Reichweitenvermarktungsmodell. Wir vermarkten unsere Reichweite. 21 Millionen Unique User, die vermarkten wir. Bei uns gibt es ganz viel Werbung und so weiter. Das ist unser Geschäft. Wir haben letztendlich ein Produkt, nur diese Rezeptplattform und wir distribuieren dieses über 5 Kanäle. Das, wie gerade eben schon gesagt, das ist Desktop, das ist Mobile Web, es ist Apps in iOS, Android und auch seit kurzem Voice, beziehungsweise sogar auch Smart Devices, Smart Displays bis dahin. Wie verteilt sich da so ungefähr der Traffic bei uns von diesen 21 Millionen Unique Usern? In den Apps haben wir etwa 60% unseres Gesamttraffics, im Mobile Web 25% und im Desktop 15%. Und das sinkt weiter. Der Anteil von Desktop. Wie machen wir unseren Umsatz?
Ja, Reichweitenvermarktung. 90% etwa unseres Umsatzes ist aktuell Reichweitenvermarktung. 70% davon im Desktop-Web. Und der aufmerksame Leser vielleicht sieht, dass das irgendwie ein Problem ist. Mit 15% des Traffics stark sinkend, wir 70% unseres Umsatzes machen. Und genau deswegen gibt es beispielsweise uns beide bei Chefkoch, um zu denken, wie bringen wir dieses Modell eigentlich in die Zukunft. Und so versuchen wir das zumindest zu machen. Wir sind wirklich eine alte Dame, gerade was das Internetgeschäft angeht und dementsprechend auch behäbig. Wir haben eigentlich 4 Punkte herausgearbeitet, wovon man sagen müsste, oder wir auch gedacht haben, ehrlich gesagt, 3 davon sind doch klar, aber waren sie dann nachher nicht. Deswegen guter Tipp, mal Dinge aussprechen, wo man denkt, sie sind klar, dann bekommt man die wirkliche Resonanz darauf, wie klar sie wirklich sind und wo eigentlich die Probleme stecken. Eine Geschichte, da gehe ich gleich ganz kurz drauf ein, das war vorher nicht unbedingt klar, aber wir verändern uns von diesem Einproduktunternehmen hin zu einem Ökosystem aus mehreren Produkten. Das ist letztendlich auch eine Managemententscheidung, wo wir sagen, wir wollen einfach nicht mehr so abhängig sein von diesem einen Produkt, von dem einen Geschäftsmodell, was zunehmend schwieriger wird, dort Gewinne zu erwirtschaften. Dann haben wir gesagt, dafür müssen wir eigentlich etwas tun oder müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, indem wir die Produktstrategien von diesen unterschiedlichen dann Produkten, nicht mehr nur noch diesem einen Produkt, in den Vordergrund stellen und sagen eigentlich, das ist das, was unser Unternehmen anführt. Und das ist so der erste Punkt, wo wir gesagt haben, naja, das ist doch eigentlich klar. Wenn man das einmal ausspricht, dann kriegt man ganz viel Resonanz darüber, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Moment, ich bin doch hier in der Vermarktung. Vermarktung führt doch. Nee, Moment, wir sind eine Community. Die Community-Strategie führt doch und so weiter. Also wenn man es einmal ausspricht, dann hat man ganz viel Möglichkeiten, Dinge zu klären. Und das ist sehr heilsam, teilweise aber auch schmerzhaft vorher. Darüber hinaus haben wir gesagt, okay, wir schaffen das eigentlich nur, wenn wir den POs auch die Verantwortung geben für diese Produkte, die dann da auch entstehen, diese von End-to-End zu verantworten und diesen Erfolg auch beizutragen. Wie das funktionieren kann, da sagt Carsten sicherlich auch noch was dazu. Und dann ein Punkt, der auch klar zu sein scheint, aber gerade in unserem Kontext gar nicht so klar war, und deswegen steht hier auch alle unsere Nutzer, rücken wir ins Zentrum. Wir sind eine Community, die Relationen meistens kennt ihr von Social Media auch. Es gibt etwa 1% Leute, die kontribuieren, 9% von, die machen irgendwie mit und 90% der Leute, die konsumieren das Ganze eigentlich nur. Das stimmt so ungefähr. Ist, ehrlich gesagt, ist noch schlimmer, es ist viel weniger kontribuieren, nur noch. Und das war aber auch ein Umdenken für uns, dass wir gesagt haben, naja, wir brauchen die ganzen 100% und auf die müssen wir eingehen. Und da wird auch Carsten gleich ein bisschen was zu erzählen, wie das funktioniert, weil vorher haben wir uns auf diese, heute ehrlich gesagt nicht mehr 1%, sondern deutlich weniger Kontributoren sehr konzentriert und wir müssen einfach die ganzen 21 Millionen betrachten. Was haben wir an der Idee des Ökosystems, also der erste Punkt, was haben wir da eigentlich verändert? Also vom Einproduktunternehmen zu, wir brauchen mehrere Produkte. Das, wie gesagt, Anfang 2018 waren wir nur ein Produktunternehmen. Wir haben ein bisschen versucht, aber wir haben inzwischen Bereiche aufgebaut und getestet, Produkte getestet, die weit über das einzige Portal chefkoch.de hinausgehen. Und haben angefangen, eine Smartlist zu bauen. Ich weiß nicht, wer kennt die schon? Ja, einer. Gar nicht so schlecht. Ist das Verhältnis gar nicht so schlecht. Eine 21 Millionen Chefkoch, die Chefkoch kennen, mehr oder weniger. Und wir haben dieses Produkt vor 2,5 Monaten gelauncht. Wir haben knapp 100.000 Downloads als App dort in den 2,5 Monaten realisiert, sind darüber sehr happy. Da entsteht auf jeden Fall eine neue Geschichte und ein neuer Teil von Chefkoch gerade. Dann haben wir andere Bereiche, wo wir sagen, okay, wir müssen ein bisschen smarter werden mit den Rezepten. Wir haben das Thema Smart Devices, wo wir auch noch nicht so ganz genau wissen, wo sich das eigentlich hin entwickelt, ob das eigenständige Produkte werden oder ob das eben nur ein Kanal bleibt. Und wir haben ganz viel ausprobiert im Bereich E-Commerce und sind aber auch schon dabei, wieder davon Teile auch einzustampfen. Darüber will ich gar nicht so im Detail reden. Wir haben aber auf jeden Fall angefangen,
das ganze Chefkoch jetzt umzuorganisieren, eben vom Einproduktunternehmen, wo alle sich in eine Richtung bewegt haben, in unterschiedliche Geschäftsfelder, haben dadurch ganz deutlich die Komplexität für uns erhöht. Da gibt es ganz viele Herausforderungen, nicht nur organisatorisch, sondern auch von den Abstimmungsprozessen, von Prioritäten. Wenn ich plötzlich zwei Geschäftsfelder habe, dann muss ich mich mit dem anderen Geschäftsfeld austauschen und besprechen. Das gab es vorher alles nicht. Vorher ging es alles in eine Richtung und jetzt gibt es mehrere Richtungen. Das erhöht die Komplexität und erhöht den Abstimmungsbedarf unter uns. Umso wichtiger ist es, dass wir das nutzerzentriert tun und eigentlich in erster Linie auf den Nutzer hören und nicht auf unterschiedliche Stakeholder, die Themen versuchen, in die Produktentwicklung reinzubringen. Das vielleicht so als Strategieprozess, den haben wir angefangen auch aufzusetzen und man muss ganz klar sagen, das ist grob ein Modell. Keiner dieser einzelnen Schritte ist zu irgendeiner Zeit vollständig. Und das muss man sich auch klar vor Augen führen, wenn wir im Wasserfall wären, dann hätten wir erst eine Unternehmensstrategie, da steht wirklich alles drin, ist durchdekliniert und so weiter. Wir sind weder im Wasserfall, das ist ja nur die quasi Methode dafür, noch in einer Welt, wo sowas noch funktioniert. Wir sind in einer komplexen Welt, das haben wir eben auch zumindest drüben im Vortrag gehört, das Kniffin-Modell, Kniffin, wie auch immer man es genau ausspricht, sagt eigentlich ganz genau, dass auch komplexe Welten unterschiedliche Herangehensweisen an unterschiedliche Dinge benötigen und letztendlich muss man sich schnell auch teilweise umentscheiden und so weiter. Insofern haben wir trotzdem grundsätzlich eine Kaskade von Strategien, also von Unternehmen auf das Ökosystem oder Produktportfolio runtergebrochen auf das Geschäftsfeld, geben dort Ziele und gehen dann in den Austausch auch mit den Produktmanagern über Quartalsziele und versuchen so immer näher an die Teams eigentlich ranzukommen und die Zyklen immer kleiner zu machen und immer klarer in diesen kleinen Zyklen zu sein, um dort befreit arbeiten zu können, in Sprints so wenig wie möglich Störungen nachher am Schluss zu haben und dieses immer weiter fortzuführen. Das machen wir so ungefähr dann am Schluss alle drei Monate, also diese Quartalsaufträge und versuchen darauf zu iterieren. Und dem obendrauf stehen ein paar Prämissen, unter denen wir eigentlich gerne arbeiten möchten. Allen voran, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sind Nutzerzentrierung. Auch da, Carsten wird dann gleich darauf eingehen. Dann, wir wollen lernen aus Daten. Das ist wirklich was ganz Wichtiges für uns. 21 Millionen Leute, die mit uns kochen. Sag ich mal, da kommt ein ganzer Wust an Daten aufeinander und zusammen. Und daraus wollen wir lernen. Das ist schon eine schwierige Aufgabe genug. Erstmal diese ganze zu sammeln, dann daraus auch wirklich Daten generieren zu können, mit denen man wirklich was anfangen kann. Und wir wollen sicherstellen, dass wir in der Produktentwicklung einen Wertbeitrag leisten. Und als letztes wollen wir auch eben dieses neu entstehende Ökosystem Chefkoch mit allen unseren Tätigkeiten positiv beeinflussen und uns darüber bewusst sein, was das denn eigentlich bedeutet. Das für die Prinzipien unserer Produktentwicklung. Und, wie ich es gerade schon gesagt habe, und damit bin ich durch, ab jetzt geht es hauptsächlich um Details in der Produktentwicklung vom Carsten zum Thema Nutzerzentrierung. Ja, vielen Dank. Genau, also ich gehe jetzt in meinem Teil ein bisschen mehr auf das Thema Nutzerzentrierung ein und gehe so ein bisschen auf die Grundsätze ein, wie wir das Thema überhaupt angegangen sind. Und dazu haben wir uns die Frage gestellt, was wollen denn die Chefkochnutzer überhaupt? Also was sind deren Bedürfnisse und Wünsche an diese Plattform, mit der sie quasi sehr häufig interagieren? Und wie können wir ihnen das Leben so einfach wie möglich machen? Jetzt ist es natürlich relativ kompliziert, weil wir bei uns nicht so klar sortieren können nach irgendwie demografischen Merkmalen. Also es gibt halt eine viel zu breite Masse, das soll auch diese Kacheln im Hintergrund so ein bisschen symbolisieren. Es gibt verschiedenste Phasen, verschiedenste Anlässe, wo es halt um das Thema Kochen geht. Und es lässt sich halt keine klare Zielgruppensegmentierung irgendwie nach demografischen Merkmalen durchführen. Leute, die irgendwie unter der Woche nur schnell für sich kochen, sind am Wochenende vielleicht eher ein kulinarischer Gastgeber, um für andere zu kochen, sind aber am Ende dieselbe Personen, aber haben halt komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Deswegen sind wir eins weitergegangen und haben gedacht, okay, dann ist das vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, vielleicht könnten wir das irgendwie mit was anderem machen. Und dann sind wir halt auf die Jobs-to-be-done-Methodologie gekommen und da geht es halt darum, dass Nutzer, die bestimmte Bedürfnisse haben, halt
immer besser werden wollen oder sich immer weiterentwickeln wollen. Und genau dafür müssen sie verschiedene Jobs erledigen. Entweder wird ihnen dabei geholfen, dass sie diesen Job erledigen, oder sie erledigen einen Job selber. Einfaches Beispiel, komme ich gleich drauf zu. Auf jeden Fall mit dieser Methodik haben wir dann geguckt, okay, wenn wir diese Jobs halt haben und diese Jobs kennen, wo wir wissen, was sind die Dinge, die ein Nutzer bei uns erwartet und die er irgendwie durchführen möchte, dann kann man die in verschiedene Phasen einteilen. Die Phasen, die wir hier haben, haben wir in so einen Kochzyklus gebracht. Das heißt, immer beim Thema Kochen geht es immer um das Thema Inspiration, Rezeptsuche und Auswahl, die Zutaten am Ende auch zu beschaffen, das Gericht zuzubereiten, Essen und Feedback einzusammeln, sprich irgendwie Fotos zu machen oder Kommentare zu ergänzen oder zu bewerten und eben auch Rezepte zu schreiben oder die Rezepte, die einem wertvoll erscheinen, irgendwie in einem Kochbuch zu speichern oder eben auch neue Rezeptideen halt der Community wiederzugeben. Und dann haben wir diese Motive, wie wir sie jetzt nennen, also diese Jobs, haben wir in Motive umgenannt, weil es bei uns einfacher war zu erklären, warum ein Mensch ein Motiv hat und nicht, warum er einen Job erledigen möchte. Und haben dann quasi 21 verschiedene Motive qualitativ erarbeitet mit einer Marktforschungsagentur, um halt herauszufinden, was sind denn genau die 21 Dinge, die eben an Motiven eben auftauchen. Und diese haben wir dann auf die entsprechenden Kochzyklus-Schritte verteilt. Jetzt sieht man hier nur so exemplarisch so ein paar von denen, die ich halt quasi mitgebracht habe. Und auf eins von denen würde ich jetzt noch gerne genauer eingehen. Und zwar geht es da erstmal um den Motivsteckbrief. Wir haben quasi so ein Motiv, beispielsweise Ideen für die Zubereitung von Zutaten finden. Also es geht dem Nutzer darum, dass er eine neue Inspiration erhält, wo er seine Zutaten, sei es jetzt in der Restverwertung, also was er noch im Kühlschrank hat, oder generell, wenn er Lust hat, was mit Avocado zu machen, dass er passende Gerichte dazu findet. Und zu jedem dieser Motive haben wir dann quasi so einen Streckbrief erarbeitet, wo wir halt den Kontext des jeweiligen Nutzers hinterlegt haben, die Handlungsschritte, die er tun muss, um eben diese Ideen für die Zubereitung zu erlangen, welche Ziele er damit verfolgt, sowohl funktionaler Art als auch auf sozialer Art und Weise, als auch auf emotionaler Art. Wir haben Treiber und Barrieren quasi erarbeitet, die halt entweder ein Motiv unterstützen oder den Nutzer davon abhalten, dieses Motiv bestmöglich erledigt zu bekommen. Es gibt immer pro Motiv verschiedene Ausprägungen und verschiedene Lösungsideen, wie man genau dieses Motiv erfüllen kann. Und wir haben natürlich auch die Merkmale der Zielgruppe ergänzt. Wir haben da so ein bisschen unterschieden zwischen Personen oder Nutzern, die halt irgendwie in einer sozialen Abhängigkeit stehen und Nutzern, die nicht in einer sozialen Abhängigkeit stehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Partner habe oder wenn ich eine Familie habe, verhalte ich mich in meinem Kochen und in meiner Zubereitung vollkommen anders als vielleicht ein Single oder ein Alleinstehender, weil ich halt diese soziale Bindung überhaupt nicht habe und mich beispielsweise nicht mit meinem Partner darüber einigen muss, was wir denn kochen, sondern ich kann einfach das kochen, worauf ich Bock habe. Genau, es geht darum, Ideen zur Verarbeitung von Zutaten zu finden. Das heißt, das ist jetzt eins dieser Beispiele. Wenn ich mich für eine Zutat entschieden habe, wofür ich gerne ein Rezept finden möchte, möchte ich inspirative Ideen erhalten, wie ich diese potenziell auch verarbeiten kann und damit mein Kochprozess interessant und abwechslungsreich bleibt. Das ist quasi dieser Job, den wir jetzt in diese drei Teile unterteilt haben. Wenn möchte ich damit. Und jetzt probieren wir halt genau Produkte zu bauen, die genau auf dieses Motiv eben einzahlen. Jetzt hat man am Anfang schon gesehen, 21 Motive in 6 Kochzyklusschritten, das ist ganz schön viel. Und wir haben jetzt aktuell nur 3 Produktentwicklungsteams und wie kann man denn 21 Motive für Nutzer alle irgendwie bedienen? Eigentlich gar nicht. Dann kannst du nämlich eigentlich nur jedes Motiv irgendwie mit 10% irgendwie erfüllen, aber so wirklich glücklich ist er am Ende mit keinem der Motive. Deswegen sind wir im zweiten Schritt, nachdem wir das qualitativ erarbeitet hatten mit der Marktforschungsagentur, hingegangen und haben eine qualitative Analyse gemacht. Wir haben quasi diese Motive in Aussagesätze überführt und haben sowohl unsere Nutzer als auch externe Nutzer, also Nicht-Chefkoch-Nutzer, gefragt, wie wichtig ist euch denn dieses Motiv? Und dann haben wir halt quasi diese Auswertung dann genommen und haben das auf diese Skala gebracht, wo wir einmal eine Achse ist die Wichtigkeit, also wie wichtig ist dem Nutzer dieses Motiv von niedrig bis hoch. Und dann haben wir speziell die schon einen Chefkoch-Account haben oder Chefkoch kennen und nutzen, auch noch die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Motiv abgefragt. Wir haben gefragt, okay, wie zufrieden bist du denn damit, dass du Ideen für die Zubereitung von Zutaten bei uns bekommst? Um eben jetzt quasi zu sehen, okay, wir haben jetzt Motive, die sind bei der Wichtigkeit genau in der Mitte, und
sind aktuell schon relativ gut bedient. Dann haben wir Motive, die nicht so gut bedient sind, aber auch noch nicht so eine starke Wichtigkeit haben. Und wir haben halt auch Motive, die totale hohe Wichtigkeit haben, aber vollkommen untererfüllt sind. Und genau das nehmen wir jetzt quasi als Blaupause, um daran unsere Priorisierung zu machen, um halt zu sagen, okay, alles das, was links der Mitte ist und unterhalb der Mitte der Zufriedenheit, werden wir in der Phase erstmal nicht mehr so stark im Fokus haben, sondern wir werden so die Dinge priorisieren, die den Nutzern wichtig sind und die auch bei den Nutzern aktuell noch nicht für die hohe Zufriedenheit sorgen. Sodass am Ende dabei wahrscheinlich rauskommt, das ist jetzt hypothetisch, aber dass aus den 21 Motiven am Ende nur noch 10 werden oder vielleicht sogar im besten Fall noch weniger, damit wir halt wirklich sagen können, okay, wir haben eine Plattform gebaut oder ein Produkt, was wirklich 10 Motive bedient, aber die halt mit einer Zufriedenheit, die halt herausragend ist. Genau, weil wenn man halt 20 Jahre lang so ein Produkt betreibt, hat man halt so eine monolithische Riesenanwendung mit Datenmengen, die man gar nicht mehr Herr wird. Und selbst wenn wir jetzt hingehen würden und sagen würden, wir würden jetzt jeden Tag eine Funktion löschen, wären wir wahrscheinlich über 2 Jahre beschäftigt, allein alle Funktionen zu löschen. Auch wenn Löschen meistens zu einfach klingt, weil Delete klicken geht eigentlich relativ schnell. Genau, und so wollen wir es halt schaffen, dass wir die wichtigsten Motive auch wirklich gut bedienen. Und genau diese Bedürfnisse oder diese Motive sind quasi genau in diesem Product Vision Board genau die Nutzermotive oder genau die Needs, die der Nutzer hat. Und das ist quasi so unsere Essenz, wie wir auch unsere Produktvision jetzt weiter schärfen und weiter verfeinern können, weil wir jetzt quasi genau wissen, okay, was sind denn die konkreten Motive oder die konkreten Bedürfnisse, die wir erfüllen wollen. Und da haben wir jetzt halt, wie gesagt, nicht nur qualitatives Material, sondern auch total viel quantitatives Material. Das heißt, wir können jetzt aktuell ziemlich sicher sein, dass wir damit genau die Motive treffen, die die Nutzer am Ende haben wollen. Aber dann muss natürlich zu diesem Thema Nutzerzentrierung auch irgendwie ein Umdenken in der Organisation stattfinden. Wie erkläre ich denn den Leuten jetzt, dass wir Funktionsweisen bauen, die entweder ein Nutzerproblem beheben oder die aber ein Motiv bedienen? Das heißt, wir fokussieren uns auch bei der Erarbeitung oder auch bei der Priorisierung viel mehr auf das Problem und auf das Motiv, was wir bedienen möchten und viel weniger auf die Lösung. Und dafür haben wir so ein Initiativen-Canvas jetzt gerade in der ersten Iteration im Einsatz, wo wir halt genau probieren, das mit abzudecken. Wir haben halt quasi im oberen Bereich für jede Initiative, also für jedes Thema, was jemand als Idee einkippt, so ein paar Hintergrundinformationen oder so einen Titel und eine kurze Beschreibung, damit man so versteht, um was für ein Problem oder um was für ein Motiv handelt es sich denn. In der linken Spalte haben wir dann die ganzen Hintergrundinformationen. Also wir gehen ganz konkret darauf ein, was ist das Problem, was wir lösen möchten. Wir gehen darauf ein, was mögliche Lösungen sein könnten. Wir haben uns da extra für mögliche Lösungen entschieden, weil es eine mögliche Lösung ist. Am Ende guckt man mit den Teams dann immer, was dann am Ende wirklich die passendste Lösung ist, die auch den wenigsten Invest verursacht. Wir gehen immer mit einem Werteversprechen vor. Wir sagen auch, was sind denn die Ziele bei Nutzung? Also was wollen wir denn damit erreichen und wie können wir das am Ende auch messen? Haben wir auch dann Validierungsmetriken pro Thema, wo wir sagen können, okay, wenn wir sagen, das ist eine Idee, wo wir irgendwie die Zufriedenheit des Nutzers mit verbessern, dann sollten wir auch irgendwie an irgendeiner Maßzahl festlegen können, ob das auch wirklich eingetreten ist. Und wir wollen auch immer lernen. Also nicht nur lernen aus Daten, sondern auch lernen aus dem, was wir tagtäglich tun. Und deswegen legen wir auch immer wieder fest, was wir denn auch, wenn wir vielleicht das Ziel nicht erreichen, aber trotzdem dabei lernen können. Also was könnten Dinge sein, die am Ende dabei rauspurzeln? Jörg hat es gerade gesagt, wir haben auch im Thema E-Commerce und bei anderen Themen total viel ausprobiert. Wir haben probiert, neue Apps zu launchen. Wir haben andere Bezahlmethoden getestet. Wir haben jetzt nicht mehr viele von diesen Produkten, weil wir uns von vielen von diesen Produkten mittlerweile schon wieder getrennt haben. Wir haben aber immens viel gelernt. Und auch das sollte halt einer der wichtigsten Punkte sein, wenn man halt so eine Initiative angeht. Was lernt man denn damit? Genau, und am Ende geht es halt dann darum, was sind dann denn die Priorisierungskriterien, also die harten Fakten, die uns halt entscheiden lassen, wollen wir das angehen oder nicht. Da geht es halt natürlich um den Umsatz, wenn es halt irgendwie irgendwas Vermarktungstechnisches ist. Da geht es aber genauso gut darum, dass man auch Vermarktungsprodukte baut, die irgendwie wiederverwendbar sind. Oder dass wir Komponenten oder Systemkomponenten schaffen, die halt auch wiederverwendbar sind. Die könnten dann beispielsweise auch wiederverwendbar sein in verschiedenen Geschäftsfeldern. Jörg hatte gerade die Smartest erwähnt, das ist quasi unsere App zum Thema Einkaufen. Und wenn wir quasi etwas auf unserer Seite entwickeln, was auch dem Einkaufsthema zugutekommt, geht es halt auch darum, dass auch die Dinge wiederverwendbar sein sollten. Es geht auch immer so ein bisschen um Vordenkerschaft. Also wir wollten irgendwie Dinge bauen, die uns relativ weit nach vorne bringen oder die uns auch irgendwie als Marke oder als Produkt irgendwie herausstechen lassen.
Da geht es dann auch um diese ganzen Themen Smart Devices und Voice. Und wir haben jetzt zuletzt vor 4 Wochen mit dem Google Assistant gelauncht auf einem Lenovo-Gerät. Auch da geht es darum, erstmal zu schauen, was ist das denn für eine neue Welt, die uns da begegnet? Wie können wir da präsent sein? Und genau, das zahlt dann auch auf Vordenkerschaft ein, auch wenn es keinen direkten operativen Effekt hat auf irgendwie Umsatzzahlen oder auf Reichweitenzahlen, aber es hat auf jeden Fall Effekte in die Zukunft. Genau. Und genau mit diesem Initiativen-Canvas probieren wir halt jetzt quasi unser gesamtes Ideenmanagement zu steuern und zu schauen, dass wir auch wirklich die Motive und die Themen angehen, die für uns wichtig sind. Das ist allerdings jetzt nur Version 1. Wir haben damit quasi gerade erst angefangen. Vielleicht erzähle ich irgendwann nochmal, wie wir das denn funktioniert hat oder was wir dabei gelernt haben im Einsatz mit dieser Methodik. Man merkt aber auf jeden Fall, wenn man Leute damit konfrontiert, du sollst nicht sagen, was du gern als Feature hättest, sondern du sollst mal formulieren, was das denn für ein Problem löst oder welches Problem der Nutzer hat. Merkt man, das ist ein Umdenken. Da muss man wirklich das auch lernen, damit irgendwie umzugehen. Vor allen Dingen im Bereich SEO wird das meistens sehr kompliziert zu erklären, was das Problem des Nutzers ist, warum ich irgendwelche Metadaten editieren sollte. Genau. Dieses Initiativen-Canvas oder diese Idee von diesem Thema kommt aus dem Buch The Art of Action. Das ist mein absolutes Favorite-Buch. Es geht darum, wie man das Gap schließt zwischen Plänen, Ergebnissen und der Zusammenarbeit mit alten Taktiken aus dem Krieg. Es ist höchst amüsant, aber auch höchst lehrreich und da haben wir auch für uns sehr viele Dinge rausgezogen, die uns jetzt auch in Zukunft helfen können. Genau, und dann noch ein letzter Satz oder ein letzter Part zum Thema Community Involvement. 4 Millionen registrierte Nutzer. Wir wollen lernen, wir wollen Nutzer befragen, wir wollen die Nutzer mit in unseren Prozess involvieren. Wie machen wir das denn? Naja, wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir haben 4 Millionen registrierte Nutzer, 21 Millionen Unique User im Monat und ganz schön viele auch Nutzer, die auch in den Apps eine sehr hohe Intensität haben. Und dafür haben wir die Chefkoch-Testküche ins Leben gerufen. Quasi unsere Plattform und unsere Idee, wie wir die Nutzer näher an uns binden und in den Prozess wirklich involvieren können. Wir haben zum einen, wir machen Umfragen. Also wir spielen quasi dauerhaft Umfragen auf allen unseren Kanälen aus, um über neue Funktionsweisen irgendwie die Meinung der Nutzer abzufragen. Wir haben eine Beta-Testgruppe, wo wir neue Apps, bevor wir sie überhaupt launchen, erstmal schon in der Beta-Testgruppe vertesten können. Und beispielsweise die Chefkoch Smartlist, die wir im letzten halben Jahr entwickelt haben, die haben wir halt genau nach dem Schema entwickelt. Das heißt, wir hatten schon zum Start 1000 Nutzer, die halt kontinuierlich über einen Zeitraum von mehreren Monaten die App genutzt haben und uns immer wieder Feedback geben konnten, wo noch Dinge nicht funktionieren, wo sich vielleicht Anwendungsfälle dann in einem Supermarkt doch wieder anders darstellen, als das vorher von uns geplant war. Und dabei helfen uns halt genau diese Beta-Gruppen und auch diese Umfragen. Wir sind dann auch noch weitergegangen, wir machen auch Design-Sprints, wo wir dann auch Nutzer dann am letzten Tag des Design-Sprints einladen und quasi mit uns die Ideen dann auch validieren und ihr Feedback dazu geben. Wir machen auch Veranstaltungen bei uns, also wir haben häufig das Usability-Testessen bei uns im Haus, wo dann irgendwie Usability-Experten sich auch mal die Apps angucken und mal auf Herz und Nieren prüfen. Wir planen gerade so eine Art User-Insights-Day, wo wir wirklich Nutzer zu uns ins Büro einladen, um die neuesten Themen auszuprobieren oder vielleicht sogar mal an einer unserer Sprint-Reviews teilzunehmen. Und all das haben wir halt in diesem Testküche-Thema gebündelt, wo wir wirklich mit so einer interdisziplinären Gruppe aus einer User-Researcherin, Leuten aus dem UX, Leuten aus dem Community-Management und dem Produktmanagement halt gemeinsam schauen, wie wir den Nutzer immer weiter in unseren Produktentwicklungsprozess integrieren können. So, jetzt. Vielen Dank, Carsten, vielen Dank, Jörg. Sehr spannender Vortrag, vor allem, weil es aus der Praxis herauskommt. Ich denke, da können wir immer am meisten davon auch lernen. Also ich bin gespannt drauf, so vielleicht in 1-2 Jahren dann, wie die Initiativen funktionieren. Vielleicht von mir eine Frage vorab. Wenn ihr solche Initiativen kann, was jetzt mit aufgebaut habt oder so Kärtchen, bewertet ihr die auch? Also sprich, davon gibt es ja dann irgendwann ganz, ganz viele. Und wie ist eure Methode, um die zu priorisieren im Sinne von die vor der? Also wir stehen da gerade noch ganz am Anfang. Wir haben quasi bisher erstmal probiert,
generell mit dieser Methodik zu arbeiten und auch mit den Stakeholdern im Unternehmen halt auch mal solche Initiativen auszufüllen. Bevor wir darüber sprechen können, wie wir das dann genau priorisieren, müssen wir erstmal mit den Kollegen irgendwie ein einheitliches Bild davon bekommen, wie ist sowas auszufüllen, was sind die Maßstäbe, die wir da ansetzen. Am Ende geht es immer bei den Priorisierungskriterien um so einen Mix aus Umsatz, aber auch aus Nutzererwartungen. Und ja, wir haben halt Themen, die sind halt bei vielen Punkten, arbeiten da so ein bisschen mit Skalen, auf einer Skala von 5 von 5. Da ist es halt relativ einfach, dass wir das auf jeden Fall machen sollten. Und dann gucken wir einfach, wie wir da einen Mix eben rausfinden in unserer Priorisierung. Okay, super. Vielleicht noch ergänzend auf jeden Fall dazu, dass gerade das, was ich auch sagte, dass das Thema Produktstrategie führt, das ist jetzt beispielsweise die Initiative dahin zu sagen, okay, wir kommen auf euch zu mit so einem Initiativen-Canvas und wir bringen euch eigentlich bei, nach Produkt zu denken. So ungefähr. Und das ist wirklich auch ein Umdenkprozess und das ist erstmal das Wichtigste, dieses hinzukriegen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich aus Produktsicht und Produktstrategiesicht meine Aufgaben versuche zu erledigen oder beantwortet zu bekommen? Und das ist gerade die größte Herausforderung, die es mit den gesamten Stakeholdern oder allen Mitarbeitern auch außerhalb der Produktentwicklung irgendwie erstmal hinzubekommen. Okay, prima. Gut. Dann, wie gewohnt, eine Frage vielleicht nochmal aus dem Publikum, bevor wir dann in die Speakers Corner runtergehen. Moin. Ich hätte eigentlich so eine Frage Richtung Budget. Wenn ihr sagt, okay, UX ist uns immer wichtiger, Nutzerzentriertheit, ihr habt jetzt viele Methoden aufgezählt, wie ihr User einbezieht. Wie habt ihr das da im Unternehmen gemacht mit dem Budget? Also wurde das dann irgendwann mal festgelegt und so viel können wir ausgeben im Jahr? Oder wie habt ihr das dann immer verargumentiert, dass, was kostet ja auch meistens irgendwie ein bisschen was, dass ihr das kriegt dann, das Budget? Ja, also das Erste ist natürlich für die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Art und Weise der Arbeit zu werben, auch im Management. Glücklicherweise sitze ich da mit drin. Und kann das dementsprechend mit beeinflussen. Aber es ist natürlich, wir sind Teil, das hatte ich am Anfang nicht mitgesagt, aber wir sind eine hundertprozentige Tochter von Gruner und Jahr. Das sind deutlich längerfristigere Budgetprozesse und es ist eine größere Planung. Und ja, wir planen genau, was kostet ungefähr User Involvement, sage ich mal, bei vielen Dingen. Und ansonsten müssen wir Dinge umschiften, wenn wir sagen, wir müssen noch mal mehr Sachen machen. Aber wir planen Budget. Ganz ehrlich, wir planen auch ein Budget für 5 Jahre im Voraus. Das liegt halt daran, dass wir bei Bertelsmann, Gruner und Jahr drin hängen und da gibt es einfach Prozesse, die wir so planen müssen. Und intern bei Chefkoch versuchen wir es dann agiler zu handhaben und Budgets rumzuschiften. Aber wir müssen uns einmal Gedanken machen und eine Marke setzen und das versuchen wir dann auch umzusetzen und einzusetzen. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist also wirklich eher eine schwierige und langfristige oder längerwierige Diskussion und auch Auseinandersetzung, auch im Managementkreis teilweise dafür. Gut, vielen Dank an euch beide. Dann würde ich euch einladen, hier in die Speakers Corner mitzukommen.